Allah hat dieser Prophet und Gesandter entsandt für die gesamte Menschheit. Für die Christen, für die Juden und für alle Menschen. Was sagt dieser Prophet? Er sagte, bei dem, in dessen Hand die Seele Muhammads ist, also der Prophet a.s.w. schwört bei Allah, jeder Mensch, ob Jude oder Christ, der von mir hört, also vom Islam hört und von dem Prophet Muhammad a.s.w. hört und stirbt, ohne an das zu glauben, womit ich gesandt wurde, ohne den Islam anzunehmen, bevor er stirbt, vor seinem Tod, wird ein Bewohner des Höllenfeuers sein. Klarer gibt es nicht. Der Koran ist klar und deutlich. Aber diese Menschen, die behaupten, dass Christen und Juden auch ins Paradies kommen, das sind Menschen, die die gleichen Eigenschaften haben, also Muslime, die die gleichen Eigenschaften haben, wie die Christen und die Juden. Das ist ein gemeinsamer Nenner zwischen diesen falschen Gruppierungen im Islam und Christen und Juden. Nehmen wir jetzt die Alawiten. Die Alawiten sagen, die Christen glauben an Heilige. Das heißt, die sind gläubig. Was ist der gemeinsame Nenner zwischen Alawiten und Christen? Einige von den Alawiten, nicht alle, aber einige und die meisten, glauben, dass Allah sich offenbart hat in Ali. Ja? Das wissen viele Muslime nicht. Und sie beten Ali an, als Gott. Natürlich, was ist der gemeinsame Nenner zwischen den Alawiten und den Christen? Das Gleiche, Schirk, Götzendienst, Beigesellung. Die Alawiten essen Schweinfleisch. Sie beten nicht. Sie brauchen nicht zu beten. Sie sagen, wir brauchen nicht zu beten. Ali hat unsere Sünden uns weggenommen. Einige